Herzlich willkommen zu meiner Videoreihe, in der ich dir die benötigten Kenntnisse zu einer Textverarbeitung hier Word 2016 näher bringen möchte, nämlich jene Kenntnisse, die du benötigst, um vorwissenschaftliche Arbeiten, also eine VBA, Diplomarbeiten oder Seminararbeiten zu schreiben. Hier sind wir bei einem doch recht einfachen Kapitel angelangt. Es geht hier darum, wie ich im Text eine Formatierung in Fettdruck, Kursiv und Unterstrichen vornehmen kann. Ich wähle mir dazu hier in diesem bereits geöffneten Text ein Wort aus, wie hier jetzt, und kann hier zum Beispiel mit diesem Kontextmenü, also rechte Maustaste, kann ich das hier gezielt formatieren. Fett, kursiv, es wird dann hier so kursiv dargestellt, also ein bisschen versetzt und unterstrichen. Ich kann es auf einem anderen Wort natürlich genauso machen, hier nur fett, hier nur unterstrichen und hier zum Beispiel nur kursiv. Ich kann das Ganze auch hier in der Registerkarte Start machen. Wähle mir hier wiederum ein Wort aus und kann hierher gehen, kann es fett machen, kursiv und unterstrichen. Danke für deine Aufmerksamkeit.